die Astra Bridge. Oben fahren und unten bauen. In der Nacht, bei wenig Verkehr, fährt die Brücke eine Bauetappe weiter. Das exakte Fahren mit der Brücke ist nicht einfach, denn mit 18 motorisierten Brückenportalen, 2 motorisierten Rampen und 2 Ausrundungselementen besteht sie aus insgesamt 22 durch Zwischenstücke zusammengekoppelten Fahrzeugen. Für das Versetzen der Brücke berechnet eine Steuersoftware für jedes Fahrzeug einen eigenen GPS-Track. Beim Fahren versucht jedes Fahrzeug exakt auf seinem Track zu bleiben. Dazu regeln die Fahrwerke ständig nach. Und so erreicht die Brücke zentimetergenau den Standort für die nächste Bauetappe. Aber halt, wie funktioniert das denn bei Kurven? Dazu schauen wir uns die Steuerzylinder und das Verbindungselement an. Hier werden die einzelnen Teile der Brücke durch einen Zapfen miteinander verbunden. Und der ist, noch einmal halt, hier schwenkbar gelagert. Weiterfahren. Ist der Zapfen in seinem Gegenstück fixiert, kann durch die Steuerzylinder der Winkel zwischen den Elementen auf einige Hundertstel Grad genau eingestellt werden. Größtmöglicher Winkel zwischen zwei Elementen? Minimale 0,16 Grad. Doch bei insgesamt 40 Gelenken summiert sich die maximale Durchbiegung der Brücke auf 6,4 Grad. Das ermöglicht einen minimalen Kurvenradius von 1000 Metern und reicht für die meisten Autobahnkurven. Durch die Fixierung mit den Steuerzylindern und die ständig nachjustierenden Fahrwerke hält die Brücke beim Fahren konstant die gewünschte Kurvenform und steht hinterher genau da, wo sie gebraucht wird. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Fahrt.